Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in macOS Handoff aktivieren könnt, um zum Beispiel Nachrichten weiterzuschreiben am Mac, wenn ihr sie am iPhone begonnen habt. Oder wenn zum Beispiel jemand ganz normal euer Handy anruft, könnt ihr den Anruf auch am Mac annehmen. Wir gehen zunächst auf Systemeinstellungen, dann gehen wir einmal auf Allgemein und müssen sicherstellen, dass der Punkt Handoff zwischen diesem Mac und deinen iCloud-Geräten erlauben, der Haken drin ist. Wenn dies der Fall ist, könnt ihr zum Beispiel testweise mal, ich öffne jetzt mal die Notizen-App im iPhone und ihr seht unten schon, unten rechts, Notizen von iPhone. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt hier testweise, ich würde jetzt einfach mal, ich habe jetzt hier eine Notiz offen und würde jetzt einmal drauf gehen, würde ihr mir auch automatisch einmal die Notiz öffnen. So, die schließen wir jetzt mal wieder. Okay. Und das gleiche funktioniert auch mit dem Safari. Da seht ihr in dem Fall, warum auch immer da Google Chrome angezeigt wird, ist ja halt ein Safari, deswegen. Komm, gucken wir mal, ob er hier was anzeigt. Genau, er zeigt zwar immer noch iPhone an. Ah, genau. Google Chrome von iPhone zeigt er an, weil ich habe als Standardbrowser den Google Chrome. Und deswegen würde er dann die Dateien halt auch im Chrome öffnen. Sonst müsstet ihr hier dann halt den jeweiligen Browser auswählen, den ihr habt. Genau. Das gleiche gilt bei Anrufen. Bei Anrufen ist das ein bisschen anders. Ich kann es leider gerade nicht testen, weil ich keinen habe. Dann kommt hier oben annehmen, ablehnen, ähnlich wie wenn ihr einen FaceTime-Anruf bekommt. FaceTime ist klar, das geht ja immer auf Mac, iPhone, iPad, was auch immer, aber wenn ihr einen Telefonanruf bekommt, also wenn eine normale Handynummer euch anruft, könnt ihr dann auch am Mac annehmen. Solange ihr natürlich ein Mikrofon angeschlossen habt. Das heißt, wenn ihr den Mac Mini habt, habt ihr zwar auch ein Mikrofon da drin, aber ich würde dann trotzdem, keine Ahnung, ein Headset oder die Apple AirPods oder so benutzen. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare, für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!